Ja, hallo nochmal zu einem Steuervideo. Ich weiß, langweilig, langweilig, aber muss auch mal sein. Und zwar geht es jetzt um die Kraftfahrzeuge. Es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Portugal umziehen möchte und nimmt seinen ganzen Hausratten mit, dann kann man auch ein Auto kostenlos innerhalb eines Jahres in Portugal einführen. Und zwar umsonst. Ansonsten gibt es hier ganz schreckliche hohe Einführungsgebühren und vor allem auf Autos, die einen hohen Schadstoffausstoß haben. Also je älter das Auto, desto mehr musst du hinblättern. Und also da geht es um Tausende, die haben also Fantasiebeträge manchmal. Ja, da gibt es im Internet eine Seite, da kann man den Ausstoß seines Autos irgendwie, ach, keine Ahnung, berechnen oder ja genau, berechnen und dann daraufhin sagt einem der Computer, wie viele Tausende man zahlen muss, wenn man das Auto legal hier nach Portugal einführt und dann eben portugiesische Nummern beantragt. Also ist echt schon ein bisschen wahnwitzig. Hier gibt es dann noch eine Zusatzsteuer, da geht es auch um den CO2-Ausstoß. Na, das filme ich euch mal schnell hier ab. Und ich finde das gar nicht so billig, ehrlich gesagt. Das ist die Zusatzkraftfahrzeugsteuer. Ja, das haben sie neu gemacht ab 01.01.2017. Ja, und dann gibt es noch eine Zulassungssteuer bei Kraftfahrzeugen. Und die wird immer höher, oder die Steuerreduzierung wird immer höher, je älter das Auto ist. Da ist es wieder andersrum, ne? Also hier steht es ja bis zu einem Jahr. Kriegst du nur 10% Steuerreduzierung. Von 1 bis 2 Jahre Alter 20, das war vorher auch so, von 2 bis 3 28, von 3 bis 4 35, von 4 bis 5 43, von 5 bis 6 52% Steuerreduzierung, von 6 bis 7 60%, von 7 bis 8 65%, von 8 bis 9 70%, das sind die neuen Gesetze. Von 9 bis 10 Jahre Alter des Autos 75% und über 10 Jahre altes Auto kriegt 80% Kraftfahrzeugsteuerreduzierung. Ja. Also die Steuer ist hier eh recht billig. Also wir bewegen uns irgendwo, weiß ich nicht. Ja, bei so einem 20 Jahre alten Auto, weiß ich nicht, vielleicht bei 20, 30 Euro im Jahr. Ne? Das muss man jedes Jahr im Herbst bezahlen. Da kriegt man, oder ich kriege da per E-Mail eine kleine Erinnerung, bitte zahlen Sie Ihre Autosteuer. Und dann kriege ich, da ist dann ein Code mit drin in der E-Mail, also sehr fortschrittlich für Portugal. Und den Code gebe ich dann, also eine Nummer, die ich angeben muss bei der Überweisung. Und dann überweise ich das mit dieser Nummer und alles gut. Das finde ich auch ganz praktisch, weil sonst würde ich das nämlich vergessen. Ja, zu den Autos fällt mir jetzt im Moment nichts mehr ein. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen für ein neues Video in dem Thema, im Themenbereich oder so, dann lasst es mich einfach unten wissen. Okay, danke. Tschüss.